Läuft uns der noch? Was willst du? Nichts, gut. Dann ins Waffengeschäft hinein spaziert. Waffen? Ja, nicht schlecht. Er hat schon ein paar Sachen, die ganz nett sind. Zum Beispiel diese Plattenrüstung hätte ich gern. Aber ich glaube, tagsüber ist keine Selbstbedienung. Ja. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, warum dass ich das so in Erinnerung hatte, dass die das nicht stört, aber ist ja auch realistisch, also wesentlich realistischer. Dann tu mir mal harmlos. Du siehst einen scharfsinnigen Mann, der dich eigenartig anlächelt. Offenbar sieht er in dir seinen nächsten Kunden. Name: Ich bin der bescheidene und ehrliche Grayson, Milord. Beruf: Ich verkaufe hier in Britain die besten Rüstungen und Waffen, die man mit Gold kaufen kann. In meiner Freizeit helfe ich der Gemeinschaft. Gemeinschaft? Sie ist mein Leben bisher nur förderlich gewesen. Ich stand kurz vor dem Bankrott, als ich hier beigetreten bin. Heute blühen die Geschäfte mehr als je zuvor. Förderlich. Ich war nie offen und aggressiv genug, um in meinem Geschäft erfolgreich zu sein. Doch die Gemeinschaft hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Bankrott. Ich bin davon überzeugt, dass mein Misserfolg an meinen schlechten Einstellungen gelegen hat. Nun habe ich die Lehre der Gemeinschaft angenommen und mein Leben auf die richtige Bahn gelenkt. Ja, Gratulation, neuer Mensch. Durch Anwendung der Triade der inneren Stärke habe ich mein gesetztes Ziel erreicht. Ich bin ein erfolgreicher Händler geworden und habe meinen Platz in der Gemeinschaft gefunden. Kaufen. Ich führe eine breit gefächerte Auswahl an Waffen und Rüstungen. Was möchtet ihr begutachten? Rüstungen? Von oben bis unten? Glaubt ihr wirklich, eure Kleidung bietet euch ausreichend Schutz? In diesem Aufzug muss ich um euer Leben fürchten, solltet ihr in einen Kampf geraten. Seid ihr an einem Kauf interessiert? Ja, sag mir doch einfach mal, was du hast, Junge. Was darf ich euch verkaufen? Also er hat nichts, er hat mehr, er hat Mantelhelm, er hat Dornenschild, er hat Lederrüstung. Dornenschild? Was ist denn? Wie sieht denn der schon wieder aus? Irgendwas mit Spitzen, aber ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Egal, mehr. Kettenpanzer, Plattenpanzer, Lederhandschuhe. Noch mehr. Nein, nicht noch mehr. Was nochmal das Gleiche. Ja, gut, also auch nicht die unglaubliche Auswahl. Waffen? Nachdem Grayson dich angesehen hat, sagte er, wie ich sehe, seid ihr fast völlig unbewaffnet. Möchtet ihr euch heute vielleicht einige Waffen zulegen? Ja, das habe ich ja bereits gesagt. Ja, welche Waffen möchtet ihr erwerben? Nichts, Schleuder, Dolch, Speer, Streikolben, Degen, Wurfaxt, Streitaxt, Schwert. Ja, jetzt nehme ich einfach mal zum Schauen. Schwert kostet 250 Gold. Ein angemessener Preis findet ihr nicht. Ja, vielleicht in einer Wucherhochburg wie Britain, aber nicht für den Avatar, der genießt permanent den 100%igen Rabatt. Und zwar nur nachts. So. Dann weiter. Noch ein Laden. Aha, der Bowyer, der Fernkampfladen. Geführt von einem Kind. Jolos Laden ist geöffnet. Jolos Laden? Jolo hat einen Laden? Das verdient ja gleich einen Speicherstand. Also denn, du siehst einen jungen, drahtigen Teenager. Hallo mein Freund, das ist Black Fury, der Avatar. Und du, dies ist mein junger Lehrling Coop. Wie geht's, Coop? Nicht schlecht, Milord. Heute Morgen habe ich eine dreiläufige Armbrust verkauft. Sehr schön, sehr schön. Lass das Gold schön in der Kasse klingeln, wie ich immer zu sagen pflege. Jolo, der Kapitalist. Ja, frage ich gleich mal nach Jolo. Hallo, Boss. Sag gegrüßt, Bursche. Ihr seht gut aus. Ja, es geht. Das Gleiche trifft auch auf euch zu, Milord. Dankeschön. Name, mein Name ist Gob. Beruf, ich bin der Geschäftsführer von Jolos Bogenladen. Meister Jolo hat mich mit dieser sehr verantwortungsvollen Aufgabe betraut. Wenn ihr Pfeil und Bogen oder etwas in der Art braucht, dann lasst es mich bitte wissen. Pfeil und Bogen? Wir verkaufen alle möglichen Bogen und auch Pfeile und Geschosse. Wenn ihr etwas kaufen wollt, dann sagt es mir bitte. Ja,
Das werden wir. Jolos Bogenladen. Jolo hat dieses Geschäft vor vielen, vielen Jahren eröffnet. Erst kürzlich hat er die Südfiliale auf Serpent's Hold aufgemacht. Er ist auf dem besten Weg, ein großer Unternehmer zu werden. Das habe ich mich gar nicht mehr erinnert, dass Jolo schon lange einen Bogenladen hat. Aha, gut, viele, viele Jahre. Einen Sex gab es den, glaube ich, noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Verantwortungsvoll. Ich verkaufe viele Sachen. Aber ich will wie Jolo ein guter Bogenschütze werden und seinen Namen alle Ehre machen. Jolo hat mir schon sehr viel beigebracht. Ja, das Bürschchen ist gut. Er war aber schon gut, bevor ich ihm die erste Lektion beigebracht habe. Was würde ich darum geben, wenn ich euch auf euren Abenteuern begleiten könnte? Aber dann würde sich niemand um den Laden kümmern, also muss ich wohl hier bleiben. Aber eines Tages. Na, ich mache mir damit eine Freunde, abends in einer Musikgruppe zu singen. Toll, toll, toll. Sehr viele Infos. Verantwortungsvoll. Ich verkaufe viele Sachen. Das hat er auch schon gesagt. Wieso kommt das immer zweimal? Singen? Meine Gruppe heißt nun ja die Rolling Avatars. Ich hoffe, das beleidigt euch nicht. Nein, es beleidigt vielmehr dich, mein Junge. Es beleidigt vielmehr dich. So, ja, die Rolling Avatars. Die Band besteht nur aus mir und zwei anderen Musikern aus der Musikschule. Wir spielen jeden Abend im blauen Eber. Ich singe und schreibe die Texte. Die anderen beiden spielen die Instrumente. Bitte kommt doch und hört uns einmal zu. Ah, das erinnert mich gerade daran, dass wir eigentlich in Trinzig damals ja auch noch die Gemeinschaft besuchen wollten, die Gemeinschaftsversammlung, das auch nicht getan haben. Ja, wir kommen bestimmt zu deinem Konzert. Wieso immer verantwortungsvoll? Das habe ich dir jetzt schon 100 Mal gefragt. Gut, kaufen. Was möchtet ihr kaufen? Nichts vermutlich, aber schauen wir mal. Dreiläufige Armbrust, 400 Gold. Ja. Klar, genau. Nein, ich möchte nichts. Vielen Dank. Lebewohl, Coop. Und was haben wir denn hier? Ah, Stoffschere liegt hier. Da habe ich doch schon lange eine gewollt. Eigentlich auch noch bei Bebelea kaufen, aber die hat ja macht ja erst nachmittags auf. Ich glaube, den Stoff habe ich in der Zwischenzeit schon alles weggeworfen. Egal, die Schere nehme ich mal mit. Sonst liegt hier, glaube ich, nichts, was interessant ist. Diese Frau trifft vor übertriebener Höflichkeit. Name. Mein Name ist Gay. Beruf. Ich führe ein Kleidergeschäft hier in Britain. Wenn ich nicht gerade die Lehren der Gemeinschaft studiere. Oh, bang. Kleidergeschäft. Wir führen die edelsten Seiden- und feinsten Kleidungsstücke in unserem Geschäft. Ich bin sicher, euch ist nie bessere Ware unter die Augen gekommen. Wir kaufen im ganzen Land, um für jeden Geschmack etwas bereitzuhalten. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist eine wunderbare Organisation. Philosophie. Ja. Okay, sie ist auch indoktriniert. Alles klar. Kaufen. Möchtet ihr euch einkleiden? Ja. Euch stehen ausgesuchte Kleidungsstücke zur Auswahl. Worauf ist eure Wahl gefallen? Nichts, Schuhe, Nierengurt, Lederstiefel, Tunika, Kleid, Hose, Sumpfstiefel. Nein, nichts. Dankeschön. Dürfte sich dann doch als nicht weiter nützlich erweisen. Jetzt muss ich gerade studieren. Kann ich dann jetzt hier. Ah, dankeschön. Jetzt kann ich ja direkt mal demonstrieren, wie das funktioniert mit der Stoffschere. Beziehungsweise, ja. Ist ja klar, wie es funktioniert. Wie da eine Bandage rauskommt. Und zwar schneiden wir jetzt den Stoff in Bandagen. Tada! So. Und ich glaube, wenn man zuerst. Den Wollballen mit dem Spinnrad benutzt und nachher das Garn mit dem Webstuhl kommt doch auch was raus, oder? Yes, genau. Das müssen wir jetzt gleich noch verarbeiten hier. Das auch noch. Aber wie gesagt, es gibt viele kleine Dinge zu machen. Wir können auch gleich noch Brot backen. Sogar für Geld in dem Fall dann, aber es lohnt sich nicht wirklich. Wunderbar.
diese Rohstoffe auch verarbeitet, zu Bandagen verarbeitet. Die Bäckerei. Leckeres Brot.